Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen Merch-Glitch und zwar Solo, Leute. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Aber Leute, wenn ich jetzt hier sage, es gibt einen Merch-Glitch, meine ich tatsächlich einen K2RC-Merch. Aber bevor ihr jetzt hier alle sagt, so, boah, buh, will ich gar nicht, will ein K2K-Merch, hört mir erstmal zu. Denn es gab in der Vergangenheit sehr oft, Leute, wirklich sehr oft, Merch-Glitches, wo ihr vom RC-Bandito zum Auto merchen konntet. Und da waren natürlich die Leute im Vorteil, die schon damals mit so einem Glitch wie jetzt hier ihren RC-Bandito gemercht bzw. gemoddet haben. Deswegen hier wirklich meine Empfehlung, macht diesen Glitch, damit ihr später bei solchen Glitches nicht dumm dasteht, so, hätte ich mal besser gemacht damals. Ne, ihr wisst Bescheid. Also Leute, was braucht ihr denn generell für diesen Glitch? Also als erstes braucht ihr natürlich eine Arena inklusive RC Bandito, ist ja irgendwie klar. Außerdem Leute, braucht ihr auch ein Fahrzeug, was die ganzen Tuning-Teile hat, was später der RC Bandito haben sollte. Also im besten Fall Leute, ein gemoddetes Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug, Leute, solltet ihr auch schon in eure Arena reingeparkt haben. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch einen Job. Den Job-Link zu markieren habe ich natürlich in der Videobeschreibung hingetan, sprich, da könnt ihr euch den Job markieren. Und Leute, ganz ehrlich, das war's schon. Mehr braucht ihr für diesen Glitch nicht. Wenn ihr die ganzen Sachen habt, Leute, super. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Also, Leute, ihr seid jetzt einfach als erstes in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall war es in einer Freundessitzung, aber der Glitch sollte in jeder Sitzung funktionieren. Seid jetzt in der GTA Online-Sitzung angekommen, Leute, müsst ihr jetzt einfach zur Arena. Seid ihr in der Arena angekommen, Leute, müssen wir es hier erstmal kontrollieren, ob der Job auch auf der Map angezeigt wird. Das ist ganz wichtig, dass dieser Jobring da ist. Wenn dieser Jobring nicht da ist, Leute, solltet ihr erstmal im Interaktionsmenü mal gucken, ob auch wirklich ihr die Jobs alle auf anhabt, das spricht, dass sie auch alle angezeigt werden. Wenn das nicht hilft, Leute, in meinem Fall wusste ich ja, dass es nicht hilft, dann habt ihr zu viele Jobs markiert. Das bedeutet, ihr müsst eure anderen markierten Jobs so lange löschen, bis dieser Job für diesen Glitch wieder sichtbar ist. Also sprich, in meinem Fall musste ich mich vor ein paar Stuntrennen trennen, die ich markiert hatte. Aber tatsächlich, nachdem ich praktisch alle Stuntrennen gelöscht hatte, die ich markiert hatte, war der Job sichtbar in der Arena. Und ja, Leute, anders geht's leider nicht. Das ist einfach so. Gut, habt jetzt auch einen Job sichtbar, geht ihr jetzt zum Fahrzeug, was die Tuning-Teile hat für den RC Bandito und fahrt in die Tuning-Garage mit der rechten Pfeiltaste. Seid jetzt in der Tuning-Garage von der Arena angekommen, Leute, drückt jetzt hier einfach mal Kreis und geht auf Fahrzeug verlassen. Und Leute, der nächste Schritt wird tatsächlich ein bisschen tricky, aber ich versuche es zu erklären. So, was würde jetzt theoretisch gleich passieren? Ihr müsstet jetzt gleich, so gesehen, zum RC Bandito hingehen, so dass ihr oben links die Meldung habt, rechte Pfeiltaste für den RC Bandito. Aber Leute, ihr müsst mit eurem Charakter eigentlich noch im Jobring stehen, so dass ihr eigentlich die Meldung hättet, rechte Pfeiltaste für den Job. Und so gesehen müsstet ihr theoretisch später durch das rechte Pfeiltaste spammen, so gesehen in das Menü von RC Bandito reinkommen, aber gleichzeitig auch in diesen Job geladen werden. Dieser Job hat die Besonderheit, dass er kaputt ist und dass ihr so gesehen wieder zurückgeworfen werdet in die Arena. Und Leute, dieser Job soll genau auch das machen. Also nicht wundern, dass da steht, der Job konnte nicht heruntergeladen werden, weil irgendwas kaputt ist. Das gehört einfach so. Und sprich, wenn ihr das geschafft habt, dann ist euer RC Bandito gemerged. Was ist jetzt aber, so wie ich jetzt hier im Hintergrund, wenn ihr es nicht geschafft habt, sprich, wenn ihr nur in das RC Bandito Menü reinkommt oder nur in den Job geladen werdet? Das ist so gesehen ein Fehltry. Und bei jedem Fehltry, Leute, müsst ihr in euer Fahrzeug wieder einsteigen und drückt wieder die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Garage zu gelangen. Wenn ihr das habt, Leute, drückt ihr hier wieder Kreis und geht auf Fahrzeug verlassen. Das ist ganz wichtig, Leute, das müsst ihr bei jedem Fehltry wirklich machen. Aber wie sieht es dann aus, Leute, wenn ihr tatsächlich mal einen Try habt, der funktioniert? Das bedeutet, dass ich jetzt tatsächlich mein RC Bandito merche. Also, Leute, bei mir hat es tatsächlich so funktioniert. Ne, ich gehe jetzt hier zum RC Bandito, so dass ich oben links die Meldung habe, rechte Pfeiltaste für den RC Bandito. Natürlich bin ich noch sehr, sehr nah, beziehungsweise schon irgendwie im Jobkreis drinne. So, was ich persönlich einfacher fand, ist, dass ich meinen Charakter so gesehen umdrehe zum Jobkreis. Aber beim Rumdrehen habe ich schon angefangen, rechte Pfeiltaste zu spammen. Denn durch das Rumdrehen geht euer Charakter so gesehen einen Schritt.
und dieser Schritt würde so gesehen in den Jobkreislauf bedeuten. Und dadurch, dass euer Charakter automatisch diesen Schritt macht, wird bei der rechten Pfeiltaste-Spammerei zwar zuerst der erste Bandito ausgewählt, aber dadurch, dass euer Charakter sich ja in den Jobkreis bewegt, wählt ihr auch so gesehen danach den Job aus. Und so hat es bei mir halt funktioniert. Ihr seht es auch hier im Hintergrund, dass so gesehen beim Jobladen ihr den Charakter seht, dass er gerade zum ersten Bandito hingeht und alles ist super. Ihr werdet dann wieder zurück in die Arena geworfen. Und Leute, ihr werdet das Resultat sofort sehen, dass euer erste Bandito gemerged ist. Und was müsst ihr jetzt machen, um das Ganze abzuspeichern? Ihr geht jetzt wirklich zum ersten Bandito und drückt die rechte Pfeiltaste und tunet irgendwas um. Dadurch ist euer erste Bandito abgespeichert und jetzt gemerged bzw. gemoddet, Leute. Und so einfach ist der Glitch, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, also abonniert mich. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Matt. Ciao.